Ja, wir sind ja hier auf der Connet in Berlin, Connet 2018. Wir nutzen diese Plattform, um unseren Kunden, primär eben den Praxen, Gemeinschaftspraxen, medizinische Versorgungszentren und last but not least den Krankenhäusern in Deutschland unser Angebot an die Telematik-Infrastruktur zu präsentieren. Wir wollen unseren Kunden es so einfach machen als möglich, in die Zukunft, in die digitale Zukunft des deutschen Gesundheitswesens zu gehen. Wir haben da ein Paket aufgelegt, ein Einstiegspaket, ein Rundumsorgungspaket für diese Kundenklientel, um es ihnen so einfach als möglich zu machen. Im Kern steht da eben der Connector, der bei uns Medical Access Port heißt. Und so hat unser Paket den Namen Medical Access Port Bundle erhalten, bestehend aus dem besagten Connector. Über weitere TI-Komponenten wie eben den VPN-Zugangsdienst, der den verschlüsselten Zugang in die Telematik-Infrastruktur gewährleistet, dem Intermediär, der die Daten dann entsprechend nochmal anonymisiert, bevor sie dann an die Kassen gehen. Und es geht im ersten Zuge der Telematik-Infrastruktur ja um das versicherte Stammdatenmanagement, dass da eben die Kette gewährleistet ist, dass alles dort sicher ist. Aber nicht nur diese einzelnen Komponenten bieten wir an. Wir haben auch optional die Möglichkeit, dass unsere Kunden bei uns auch die notwendigen Karten erhalten. Von an die SMCB-Karte, die man unbedingt braucht, um sich als Praxis oder als Leistungserbringer an der TI anzumelden, der SMCB. Die kann bei uns bezogen werden, bis hin eben auch bis zum elektronischen Heilberufsausweis, den man für spätere Anwendungen dann auch benötigt, wenn wir an Notfalldatenmanagement oder Medikationsplan denken. Gesamtes Paket rundet nicht nur die TI-Komponente als solches ab. Wir sind ja bundesweit, treten wir auf mit unseren Servicetechnik-Einheiten, aber dem nicht genug. Wir partnern mit verschiedensten Softwareherstellern, mit ihren IT-Dienstleistern, um hier eine bundesweite Abdeckung für den Service zu gewährleisten. Das heißt, wir installieren natürlich auch das gesamte Bundle und stehen dann natürlich auch in der Verantwortung, das Produkt weiterzuentwickeln, zu betreiben und uns natürlich um die Fortentwicklung zu kümmern. Krankenhäuser bleiben natürlich auch nicht aus, auch wenn es da Diskussionen drum gab, gibt es da jetzt ein Angebot oder nicht. Wir haben ein Krankenhausinformationssystem namens iMedOne. Es zählt zu einem der ersten Krankenhausinformationssysteme, die Konformitätserklärung erhalten haben, sodass wir da auch gut aufgestellt sind. Hier sind wir dann mehr in einem Projektgeschäft, dass das Paket nur bedingt zum Zuge kommt. Aber das ist eher ein Projektgeschäft, dem wir gewachsen sind. Da sind wir seit vielen Jahren unterwegs. Da führen wir dann entsprechende Gespräche mit den Kunden, dass dann ein Projekt aufgesetzt wird, dass dort auch allerdings das Ende-zu-Ende-Verantwortungsthema natürlich zum Tragen kommt, dass wir eben dafür gerade stehen, dass die Komponenten, die wir da vermarkten, natürlich dann auch funktionieren werden. Der Online-Produktivbetrieb der Telematik-Infrastruktur ist sicherlich das bestimmende Thema auf der diesjährigen Connet. Wir freuen uns daher, berichten zu können, dass wir mit unserem Krankenhausinformationssystem iMedOne als einer der ersten Anbieter bereits im Oktober letzten Jahres erfolgreich die Konformitätsprüfung durch die Gematik bestanden haben. Damit ist die frohe Nachricht an unsere Kunden, mit iMedOne sind sie gut vorbereitet. Hinsichtlich der Vorbereitung zur Anbindung von iMedOne an die Telematik-Infrastruktur empfehlen wir unseren Kunden gerne gemeinsam mit uns, die folgenden Dinge zu prüfen. Zunächst einmal sollten Sie die Finanzierungsvereinbarung prüfen und klären, was das Finanzierungsvolumen für Ihr Haus anbelangt. Außerdem sollten Sie gerne gemeinsam mit uns eine Bedarfs- und Bestandsanalyse durchführen in Ihrem Haus, um zum Beispiel zu klären, wie viele Kartenlesegeräte benötigen Sie, wie viele Mandanten sollen über die Konnektoren entsprechend abgebildet werden. Außerdem sollten Sie klären, welche weiteren VSDM-verarbeitenden Systeme Sie im Einsatz haben und gegebenenfalls mit dem jeweiligen Hersteller absprechen, ob er ebenfalls die Konformitätsprüfung der Telematik-Infrastruktur erfolgreich bestanden hat. Mit diesen Dingen sind Sie, denke ich, gut vorbereitet für die Anbindung von iMedOne an die Telematik-Infrastruktur.